In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man so eine Eckradius-Frässchablone ganz einfach nachbauen kann. Mehr Material als hier auf dem Tisch liegt, brauche ich gar nicht. So ähnlich soll es jetzt ausschauen, das Teil. Auf das, was ich aber verzichte, sind diese komischen Pinüppel hier. Ich baue das Ganze anders. Für meine Meinung ist das nicht erforderlich. Und natürlich gibt es die auch vom Truppe zu kaufen. Wenn ich das so anschaue, weiß ich nicht, wer es wem nachgebaut hat. Egal, ich baue sie auch nach. Okay, legen wir los. Ja, aus diesem Brett aus Esche werde ich das Ganze jetzt machen. Die ist 7 mm stark, 80 mm breit. Und ich brauche jetzt drei gleich große Stücke. Und die schneiden wir uns einfach mal kurz her. Es kommt hier weg und diese beiden Teile werden hier einfach angeklebt und der Überstand hinten später weggesägt. Um jetzt hier die einzelnen Radien anzuzeichnen, könnte man ein Streichmaß oder ein Lineal verwenden, das anzeichnen so. Oder man legt hier einen Winkel einfach das Teil rein und nimmt einen Forsterbohrer und führt den im Prinzip nach unten und schon hätte man den Mittelpunkt für diesen Bohrer, der hat jetzt 40 mm im Durchmesser. Ich werde es aber jetzt anders machen und zwar mir den Radius hier einstellen. Ich werde jetzt die Löcher mit einem Dreier Bohrer bohren, natürlich nicht ganz durch, weil das ist dann die obere Seite, das da unten, ja. Sieht man eigentlich schon, aber irgendwie sieht man es wieder nicht und schöner ist, wenn es nicht ganz durchgebohrt ist. So, den stelle ich jetzt fast mal ganz passend hier ein, aber ganz fein schleife ich es dann mit einem feineren Schleifpapier. Erstmal das Grobe, dann mit einem feinen Schleifpapier. Das Genauere.
Fertig. Dieses Loch werden wir jetzt auf die zweite Platte auch übertragen. Habe jetzt mit Klebeband das Ganze zusammengeklebt und bohre das Loch einfach rein. Und auf diese Grundplatte muss ich das Loch natürlich auch übertragen, wobei ich jetzt ein Achterloch wähle. Warum, das zeige ich euch dann später noch. Ja, jetzt geht es um den Zusammenbau. Jetzt kommt das Teil hier unten rein und wird von oben her mit der Schraube verschraubt. Und das Teil hier, das dient als Abstandshalter. Und ich habe ja hier oben ein Achterloch gebohrt, aber unten bloß ein Sechserloch. Problematik, das werden wir jetzt nicht sehen, wenn ich das jetzt drehe und wieder reinschiebe, dann ist das Loch nicht immer hundertprozentig genau in der Mitte. Und so kann ich ein bisschen variieren. Jetzt muss ich das Teil hier einfach einsetzen, zusammenschrauben, dann ganz nach vorne drücken hier, dass es links und rechts hier ansteht, festschrauben. Und so funktioniert es. Und jetzt kann ich jederzeit die anderen Winkel oder die andere Platte auch einsetzen. So schnell kann es gehen und man kann eine Radius-Frässchablone ganz leicht selber fertigen. Was ich euch noch zeigen möchte, hinten sind ja diese Löcher drauf. Die habe ich ja deswegen gebohrt, damit ich den Radius fräsen abkönnen oder schleifen abkönnen am Bandschleifer. Vorne dieser Abstandshalter, der ist dazu da, damit man das Teil auch besser halten kann. Und ich habe auch die Schraube nicht abschneiden müssen. Und nochmal zu dem Radius, der wo da außen drum 20, 30, 40 ist,
es spielt gar keine Rolle, wie groß der Radius ist, weil es wird keiner nachmessen, ob er 19 hat oder 21. Das spielt keine Rolle. Es muss euch gefallen. Ganz einfach. Okay, also in dem Sinne, nimm's leicht und mach's dir leicht, weil meine Tipps wär's leichter. Servus!